Ich zeige euch, wie ihr die richtigen Einstellungen für Porträtfotos mit eurer Digitalkamera finden könnt. Dazu nehmt ihr jetzt erstmal eure Digitalkamera in die Hand. Ich habe hier eine Nikon Coolpix L120 und werde euch das mit der zeigen. Ihr startet ganz normal die Kamera, so wie es jedes Mal tut. Dann gibt es bei vielen, wobei eigentlich bei den meisten Kameras, gibt es eine Motivauswahl. Der Knopf sieht bei mir so aus. Da drückt ihr drauf. Dort gibt es eben mehrere Motive. Eben Porträt gibt es. Es gibt Dämmerung, Sonnenuntergang, Feuerwerk. Wir nehmen Porträt. Okay. So, die Kamera hat es jetzt gleich eingestellt. Das kann man hier oben sehen. Der Porträtmodus ist aktiviert. Ihr könnt euch jetzt nun entscheiden, wollt ihr mit Blitz fotografieren oder nicht. Die Einstellung könnt ihr hier machen, das habt ihr sicher schon mal gemacht. Was ihr nun machen müsst, ihr nehmt eure Kamera und das jeweilige Gesicht, das ihr fotografieren wollt. Ich habe hier jetzt mal den Jürgen Klopp. Das ist jetzt für die Dortmund-Fans vielleicht super. Genau, wenn ihr die Kamera eben jetzt drüber haltet oder an das Gesicht haltet, seht ihr die gelbe Umrandung hier, wie bei mir. Das bedeutet, die Kamera hat ein Gesicht erkannt. Dazu solltet ihr vielleicht auch noch die Gesichtserkennung unter Menüeinstellungen aktivieren. Die Kamera erkennt so das Gesicht, das ihr fotografieren wollt. So, ihr wollt nun euer Foto machen bzw. euer Porträt schießen. Dazu geht ihr einfach wie folgt vor. Ihr macht das genauso, wie ihr es jedes Mal macht. Ihr macht eben ein Foto. Nur hierbei ist zu beachten, die Gesichtserkennung ist aktiviert. Wenn man jetzt scharf stellt, ihr seht, es wird grün. Und wir drücken jetzt mal ab. So. Ich zeige euch das Bild gerade mal. So wie ihr vielleicht erkennen könnt, ist das Gesicht sehr scharf gestellt und der Hintergrund wirklich, ich finde, ziemlich undeutlich. Das liegt daran, die Kamera erkennt Dinge, die im Vordergrund oder im Hintergrund stehen und somit stellt sich eine gewisse Tiefenschärfe ein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch ansonsten viel Spaß beim Porträtschießen.